Es bleibt nach wie vor zu klären, ob damals die Einstufung als Finanzholding, also der Wirecard als Finanzholding, nicht hätte erfolgen müssen, ob die BaFin nicht eigene Schritte hätte unternehmen dürfen und müssen, ob das zweistufige Prüfungsverfahren zu den Bilanzen nicht hätte früher überprüft und verändert werden müssen, aber auch wie BMF und auch das Justizministerium Einfluss auf das DPR-Verfahren genommen haben zur Bilanzprüfung. Das werden wir alles noch aufzuklären haben. Und da sind wir heute einen Schritt weitergekommen. Ansonsten, gerade hatten wir zuletzt mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gesprochen. Da konnte sehr viel aufgeklärt werden hinsichtlich der Aufsicht über die Abschlussprüfer. Konnte klargestellt werden, dass dort die letzte Verantwortung bei den APAs liegt, bei der Aufsichtsbehörde, und dort frühzeitig und schnell reagiert wurde im Rahmen der Möglichkeiten der APAs und das Bundeswirtschaftsministerium eine Rechtsaufsicht, aber eben keine Fachaufsicht über diese Prüfungsstelle hat. Und da ist in der Vergangenheit, glaube ich, auch in der Berichterstattung einiges durcheinander geraten. Wichtig ist für uns, dass wir die BaFin als gegenüber eine Forderung stellen, dass die Berichte der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften uns zur Verfügung gestellt werden, weil wir glauben, dass hier auch sehr einseitig Urteile, Vorurteile stattfinden. Wir müssen wissen, was in diesen Wirtschaftsprüfungsgesellschaftsberichten auch bei der BaFin gewusst wurde, was an den Bundesfinanzminister weitergegeben wurde, was an die APAS weitergegeben wurde. Und deswegen sind wir der Auffassung, dass es noch erheblichen Bedarf für weitere Sachaufklärungen gibt. Olaf Scholz hat heute viele Fragen beantwortet. Aber das, was er insgesamt dargestellt hat, ist für mich in sich nicht stimmig, ist für mich in sich nicht schlüssig, sondern wirft weitere Fragen auf. Er kann nicht einerseits behaupten, die Finanzaufsicht, die ihm untersteht, habe die Vorwürfe ernst genommen und dann auf der anderen Seite mit Achselzucken darstellen, dass diese Aufsicht 1,5 Jahre im Grunde keine Ergebnisse produziert hat und dass sie das auch nicht konnte. Wenn man klar der Öffentlichkeit sagt, die BaFin, die Finanzaufsicht, wollte ermitteln, dann kann man nicht auf der anderen Seite rechtfertigen, dass dort Abwarten und Tee trinken praktiziert wurde. Deswegen halten wir das auch für eine Darstellung, die nicht logisch, die nicht schlüssig ist und die man weiter abklopfen muss. Und was auch nicht ins Bild passt weiterhin ist, wenn denn die Aufsicht diese Vorwürfe angeblich ernst genommen hat, warum denn dann dieselbe Aufsicht, die Journalisten der Financial Times angezeigt hat, die just die Wahrheit geschrieben haben, nämlich dass die Bilanz von Wirecard nicht stimmt. Das hört sich doch und liest sich doch so, als ob die deutsche Finanzaufsicht exakt die Position vertreten hat, die Wirecard immer wieder vertreten hat, nämlich dass das alles Lügen und falsche Gerüchte sind. Und dafür habe ich heute keine überzeugende Erklärung von Olaf Scholz gehört. Und ähnlich sieht es auch aus mit der Frage, wie konnte man zulassen, dass die Bundeskanzlerin sich im Ausland für Wirecard einsetzt, zu einem Zeitpunkt, wo noch ermittelt worden ist. Davor hätte man sie beschützen müssen. Und dass das nicht passiert ist, ist entweder eine Panne oder aber es ist ein Beleg dafür, dass man die Vorwürfe gegen Wirecard eben überhaupt nicht ernst genommen hat, sondern der Bundeskanzlerin auf die eine oder andere Weise vermittelt hat, dass sie sich trotzdem für das Unternehmen einsetzen kann. Eines von beiden wird zutreffen, aber wir wissen nicht was. Schon lange waren die roten Warnsignale beim Fall Wirecard sichtbar. Er hat sich informieren lassen, das hat er uns auch heute bestätigt, aber er ist nie wirklich politisch aktiv geworden. Und dafür trägt er natürlich auch die politische Verantwortung. Wir hätten erwartet, dass er wirklich aktiv wird und auch sagt, ich will jeden Stein bei dem Fall Wirecard umdrehen. Und das früher als der Zustand, in dem wir uns jetzt befinden. Wir haben einen sehr ausführlichen Fragekatalog an das Bundesfinanzministerium übermittelt. 90 Fragen. Auf einige ist der Herr Minister heute schon eingegangen. Einige stehen noch aus. Wir haben eine Frist gesetzt bis zum 10. August. Bis dahin wurde uns auch zugesagt, dass diese Fragen dann beantwortet werden. Es war in der Vergangenheit so, dass wir eine Antwortkultur des Bundesfinanzministeriums und der Bundesregierung erlebt haben. Die war manchmal zäh, die war manchmal geizig, die war auch minimalistisch. Wir erhoffen uns da jetzt auch eine Trendwende und erwarten auch eine lückenlose Aufklärung beim Fall Wirecard. Und wenn wir das Gefühl haben, dass das nicht der Fall sein sollte, dann werden wir natürlich auch sehr, sehr ernst
ernsthaft über weitere parlamentarische Instrumente nachdenken. Zum jetzigen Zeitpunkt sind Sondersitzungen, ich glaube, das effektivste Mittel, um schnell an Informationen zu kommen, um wirklich schnell an Informationen zu kommen, auf die wir als Parlamentarier angewiesen sind. Und es gibt auch noch offene Fragen, beispielsweise an die Rolle des Bundeskanzleramtes. Die sind der Einladung ja heute nicht gefolgt. Das steht noch aus. Das wäre ein Thema, was man in einer weiteren Sondersitzung vertiefen sollte. Und in der Gemengelage einer möglichen weiteren Sondersitzung und unseres ausführlichen Fragekataloges werden wir auch dann entscheiden, ob wir weitere parlamentarische Instrumente ergreifen werden. Ich sage mal heute, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Untersuchungsausschuss kommt, ist wahrscheinlich höher als die, dass er nicht kommt. Aber ich finde, es gehört auch zur politischen Kultur der Bundesregierung, die Zeit zu geben und die Gelegenheit zu geben, auch substanziell auf unsere Fragen zu antworten. Und dann machen wir uns Gedanken über einen möglichen Untersuchungsausschuss, aber dann auch mit aller Berechtigung, mit allen Informationen, die wir zu dem Zeitpunkt dann auch haben.